Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung mit Herz am Herd. Heute mit der Adretten Verena und dem im FC Homburg-Dress gekleideten Michel. Unser FC Essener Cliff Hemmerle. Ja. Im Stadion heute vom FCS. Eine tolle Kulisse. Ja. Was kochen wir Feines? Wir kochen ein Rostbeef mit Sauce Bernays, Spargel und Bärlauchkerscher. Ich freue mich. Sehr schön. Und da beginnen wir auch. Ich habe schönes Fleisch dabei aus dem Bliesgau. Das ist jetzt ein schönes Teil vom Rinderrücken. Das schneide ich auch hier gleich zurecht. Den Ofen habe ich hier schon vorgeheizt, wie du siehst. Ja, der wärmt mir angenehm. Genau, bei den Temperaturen. Machst besser die Tür. Es wird nicht ganz so warm. So, aber jetzt. Du hast jetzt da Rinderrücken. Genau. Muss es auch sein. Es sollte auf jeden Fall ein Rinderrücken sein. Das ist jetzt so ein, ist schon halbes Entrecote. Wieso? Was heißt ein halbes Entrecote? Der Rücken hat ja verschiedene Bereiche. Ja. Sechste bis achte ist normal Entrecote. Das sind die besten Teile. Ja. Und dann wird es langsam ein bisschen nicht mehr so ganz durchwachsen. Ach. Das weitere Teil eignet sich auch sehr gut für das Rostbeef. Oder auch für Rumpsteak. Und so eins haben wir jetzt hier dabei. Also zum Glück. Das Schlechteste von den drei, ne? Oder wie sehe ich das? Das Beste. Immer nur das Beste. Ja? Wie nennt man denn das, was er gerade macht, Michel? Abschneiden. Abschneiden. Das ist doch parieren, oder? Parieren, genau. Ah, parieren. Ich pariere. Ja. Ich hab gelernt. Der pariert doch nicht. Der Frau muss er vorab. Der pariert. Parieren kennt der Michel sich nicht aus. Das ist eher das Ding. Der Michel, der pariert nicht so aus. Nicht pariert. Ja. So, ich schneide das jetzt hier auch ein bisschen ein, das Ganze. Und da haben wir nachher ein schönes Grillmuster. Du kannst auch schon mal die Pfanne anheizen. Ich wollte gerade sagen, hier wird doch bestimmt gleich Hitze gebraucht. Genau. So. So. Schon ein Bratöl oder so? Ja, hier habe ich natürlich etwas Rapsöl dabei. Natürlich. Da gehen wir jetzt auch volle Hitze. Ja, dauert noch ein bisschen. In der Zeit kann man das Ganze schon mal salzen. Dann nehmen wir hier mal. Ja, geht auch so. Kann man so eine schöne Mühle auch dabei haben. Aber ich dachte jetzt, wenn man das Fleisch schon salzt, dass das dann irgendwie zu viel die Feuchtigkeit rauszieht. Nee, also ich brate jetzt direkt. Ja. Also wenn du es jetzt praktisch einsalzt, dann kannst du es auch haltbar machen mit Salz. Salz zieht Feuchtigkeit raus, kennt man ja auch vom gebeizten Lachs. Aber in dem Fall bringe ich schon mal gleich ein bisschen was drauf an Salz. Und das gibt uns nachher eine schöne geschmackliche Note auch. Gut. Jetzt haben wir Temperatur, Verena? Ja. Ja, gut. Okay, und dann von der schönen Seite zuerst anbraten. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich spritze gar nicht. Ihr wisst doch, ich habe so spritzendes Fett. Du passt jetzt schön drauf auf. Und der Michel gibt mir mal ein paar Kräuter. Und zwar, was haben wir denn da? Was brauchst du? Rosmarin und ein klein bisschen Thymian und ein bisschen Salbei. Nö, brauchst du. Das ist schon mal Estragon, Michel? Nö, brauchst du. Moment. Noch brauche ich keinen Estragon. Was brauchst du? Rosmarin und Thymian. Ja, Rosmarin und Thymian. So, und Verena, du kannst mir ein klein bisschen Salbei von vorne gerade abschneiden. Vorsichtig, das ist lieb von dir. Michel, gib schon mal bitte den Knoblauch jetzt rüber. Das ist ja was wird das da jetzt? Das wird die Garnitur hier oben auf unser Rostbeef. Das gibt uns noch einen schönen Geschmack. Und sieht auch gut aus nachher. Jetzt haben wir hier schon goldbraun gebraten. Das sieht toll aus, ne? Das sieht echt super aus. Und jetzt kann ich auch schon... Ein bisschen Knoblauch jetzt drauf. Jetzt. Ja, aber ein klein bisschen Knoblauch jetzt oben drauf schon. So. Das zieht dann drin, ne? Und der Geschmack geht dann komplett nachher ins Fleisch. Ein bisschen Thymian und Salbei habe ich hier jetzt drauf. Etwas Rosmarin. Dann kannst du mir schon mal das Teil hier geben. Da kommt es nämlich jetzt gleich rein, wenn wir schön Farbe haben. Ja. Also man brät es quasi von beiden Seiten kurz genau, an. Genau, richtig schön goldbraun anbraten. Und jetzt hole ich mir schon einen Löffel. Und jetzt kann man hier schon, wenn man möchte, ein klein bisschen das Ganze mit dem heißen Öl übergießen. Okay, gut, ne? Aber es sieht auch schon gut aus. Man merkt, wohin die Reise geht. So absolut, bisschen. Das sieht total gut aus. Sehr schön. Ich bin begeistert. Und jetzt mache ich auch noch den Rest Knoblauch, weil wir wollen ja nichts verschwenden. Gerade hier so ein bisschen dabei. Knoblauch kann man auch gern groß sein. Knoblauch, ne? Immer gut. Und... So, wenn es jetzt auf der anderen Seite auch eine schöne Farbe hat, setze ich das Ganze um. Hier rein. Ja, in unsere Auflaufform. Etwas Stegpfeffer darüber. Mhm. Was ist denn Besondere an Stegpfeffer? Das ist so ein so ein gemischter schwarzer Pfeffer, Langkornpfeffer, bisschen Rundkorn. Und der ist nicht zu scharf, hat eine schöne Aromatik. Jetzt oben der Knoblauch noch drauf. Und etwas Fleur de Sel.
Das sieht super gut aus. Und noch einmal den Bratenansatz darüber. Hm? Komm, wir essen es gleich. Das sieht doch gut aus. Und das Ganze, das war nicht viel Arbeit. Jetzt wirklich kein großes Hexenwerk. Den Rest macht der Ofen. Und den Rest erledigt unser Ofen, der steht bei 80 Grad. Okay. Wie lange machst du das rein jetzt? 75 Minuten einfach in den Ofen hinein. Da gehen wir jetzt Kaffee trinken. Und jetzt, man muss sich das ja vorstellen, vielleicht ist das ja auch ein Sonntagsmenü heute. Ach so. Und da gibt es natürlich auch ein paar schöne Dinge dazu. Du kannst hier mal anschalten auch. Ja. Wir machen nämlich jetzt die Reduktion. Brauchen wir Zwiebel. Die kannst du mir mal in 4 Teile schneiden, bitte. Ja. Viel Hitze? Zuerst mal kannst du ein bisschen Hitze drauf machen. Ja, so, Michel. Ja. Geht's bei dir? Ja, es geht. Geht, ne? Gelernt. Ne? Hast gelernt, ne? Also durch 4, es geht noch. 4 geht, ne? Dann habe ich hier einen schönen würzigen Weißwein auch. Ja. 2 Esslöffel Weißweinessig, ungefähr 0,2 Weißwein. Ja. 3 Schalotten. Geviertelt. Geviertelt. Wichtig. Vom Koch Michel. Ja, dann würzen wir das Ganze. Du kannst mir mal den Mörser geben. Oh, das Ding ist. Guck mal, stell's auch mal gerade hierher. Leichter geworden. Das hier ist weißer Pfeffer. Ja. Den kannst du mir mal mörsern. Ja, guck mal, ich mache dir etwas Salz dabei. Als Mahlwerk. Als Mahlwerk, sehr gut. Verena, noch ein klein bisschen rein. Ja. Man muss mich nur gut anleiten. Michel für dich. Ein klein wenig Zucker, minimal für die Abrundung. Muss das ganz fein sein? Super, nein, perfekt, Verena. Perfekt. War es schon zu viel? Das kommt jetzt hier rein. Aufpassen mit dem Wind. Also frisch gemahlener weißer Pfeffer. Ja, ich gebe dir das mal nochmal. Brauchen wir aber nachher nochmal. Ja. Und ganz wichtig, Estragon. Jetzt, Michel. Jetzt kannst du den Estragon bringen. Jetzt. Weil wir machen ja eine Sauce Bernays. Jetzt darf ich jetzt den Estragon holen. Ja. Ja. Guck mal, er kann gar nicht mehr lachen. 4, 5. Schön, kannst ruhig. Brauchst du im Estragon nicht zu sparen. Es sind 6. Oder brauchst du noch? Ja, das passt. Und zwar ist das eine der berühmtesten Soßen von Frankreich. Und die passt hervorragend zu Spargel, zu Fleisch, zu Fisch. Und die hat einen Pariser Koch, Monsieur Jules Collinet. Jules Collinet. 1830 zu Ehren von Heinrich IV. Ja. hat er die kreiert. Und ich zupfe hier den Estragon hier in diese Schüssel rein. Mhm. Und die Stiele kommen in unsere Reduktion. Ja? Warum die Stiele? Die Stiele. Die geben auch viel Geschmack ab, aber ich brauche es nachher nicht für in der Endsoße. Deshalb nehme ich es jetzt für die Reduktion. Und das hier kommt nachher frisch in unsere Bernays hinein. Und jetzt möchte ich doch mal wissen, Estragon. Ja. Die Franzosen benutzen den wirklich viel zum Kochen, ne? Ja, das ist, also wir auch bei uns in der Küche. Ja, aber jetzt generell ist das jetzt kein Kraut, was man, oder? Also ich kenne jetzt wenig Gerichte mit Estragon. Kann natürlich auch an mir liegen. Das, ich weiß nicht, du, vielleicht es. Kommt drauf an. Also wir machen ja viele französische Gerichte auch bei uns und deshalb verwenden wir auch viel Estragon. Passt auch sehr gut zu Meeresfrüchten. Das ist ja so ein bisschen herzhaft, aber hat auch so eine schöne Säure, eine frische Note. Erinnert auch an Anis. Man kennt es aus Frankreich vom, vom Anis-Schnaps so ein bisschen auch. Ne? Pernod, das ist alles so diese schöne französische Note. Jetzt, wo du schnappst. Der Anis-Schnaps. Probier mal, Michel, echt. Das ist wirklich so. Der Michel kennt das. Kann ich mal probieren. Das heben wir auf. Wenn es Verena Alkohol gehört, hast du dich in dem Herz aufgeht. Okay, das stellen wir auf und lassen es um die Hälfte circa reduzieren. Jetzt. Okay, dann versuche ich mir jetzt zu merken, wie viel da drin ist. Die Hälfte mal aus, dann gebe ich Bescheid. 0,2 an Flüssigkeit haben wir jetzt dabei gemacht. Plus ein Esslöffel, praktisch aber der nachher übrig bleibt. Ich habe jetzt nicht so das Augenmaß, dass ich sehe, das sind 100 Milliliter. Das überrascht dich jetzt, ich weiß, aber... Du sagst mir einfach, ich bin bei dir. Zum Glück. Wir kriegen das hin. Sonst wären wir ja hier noch nie weit jetzt gekommen. Jetzt beginnen wir mit dem Spargel und den Kartoffeln. Und für Kartoffeln haben wir ja den super Experten hier dabei. Ich habe mich schon gefreut, den Spargelschäler, aber Cliff, jetzt muss ich leider die Kartoffeln wieder machen. Teilen wir uns das. Ja. Aber heißt das dann, ich muss den Spargel schälen? Wobei im Prinzip, ich zeige dir, wie man Spargel schält. Der Michel, der übernimmt die Kartoffeln, das ist super. Du kannst ja auch eine Schüssel nehmen. Und da kannst du deine Kartoffelschalen reinmachen. Ich gebe dir die mal. Und muss wir. Die alle schälen? Ich zeig mal. Ja, im Prinzip schon. Ne? Geht's, Michel? Ja, es geht sehr gut. Sehr gut. Also Spargel nehme ich zwischen Daumen und Zeigefinger, leg ihn hier auf den
Handballen hier drüber. Auf den Steak-Test. Auf den Steak-Test-Bereich. Und dann ziehe ich von oben nach unten. Also und eigentlich so nah sehr, an deinen Unterarm. Genau, sehr einfach, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat. Und drehe dann ganz langsam oben rum. Ja, okay? Wie oft schneidet man sich dann dabei? Gar nicht. Komm, gib mal so ein Ding hier. Ja, hol mal. Weil wenn ich das kann, dann ist ja jeder. Und dann kommst du hierher und dann kannst du hier ein bisschen tiefer ansetzen, ein klein bisschen tiefer, weil die Spitze ab hier ist ganz zart. Also hier. So ungefähr 2 Zentimeter unter der Spitze. Und jetzt richtig nach unten ziehen. Ja, sehr gut. Super. Super. Von wegen. Gut. Das kann man alles nachher, kann ich nachher nochmal nachgehen, ist gar kein Problem. Also. Wichtig ist immer nur, ich sag zu meinen Azubis immer, macht am Anfang langsam. Ich sag zu den anderen, die nichts können, immer am Anfang langsam und später schneller werden. Ja. Ne? Also kannst du einmal noch, wie noch mehr drum gehen. Ja, die Schalen sind eigentlich nicht essbar. Ja? Und das ist auch dann, was dir etwas widersteht. Also es muss runter, einmal durch. Aber es war schon ganz gut fürs erste Mal. Okay? Naja. Cliff, das ist die erste Spargel, die du aus einer runden Ecke gemacht hast, was Verena hast gesehen. Und wenn man ihn mit dem Handballen stützt, den Spargel, und dann bricht er auch nicht. Das, ist Gott, auch, das kann auch noch passieren. Das kann auch noch passieren. Also wenn man ihn zu, er ist ja doch ganz zart, der Spargel. Mir fällt jetzt wieder ein, warum ich nicht Spargel mache. Es gibt aber auch Gemüsehändler, die haben eine Spargelschälmaschine. Ich weiß, und zwar, genau, in Saarbrücken zum Beispiel, in der Karstadt-Passage, da gibt es einen bekannten Saarbrücker Gemüsehändler. Und da kann man sich den Spargel auch schälen lassen. Oder es gibt auch zum Beispiel, auf dem Wochenmarkt gibt es geschälter Spargel. Und rat mal, wer da schon mal Kundin war. Die Verena. 2 Daumen und ein Auge. Guck mal hier. Ja, das ist genau richtig. Ja? Wir sind, das soll schön reduzieren. Okay. Das kannst du ein bisschen kleiner stellen jetzt. Wie viele Kartoffeln brauchst du? Michel, alle. Alle. Die Spargelschalen. Alle. Man kann die auch verwenden für einen Fond, für eine Spargelsuppe. Aber da muss man aufpassen, oft sind sie sehr bitter. Man kann sie einfach auch in den Biomüll machen. Man kann sie auch in den Biomüll machen. Deshalb. Ich weiß, du willst immer alles wieder verwenden, aber man muss aber einfach sagen, nee. So, dann holen wir mal die Schnur hier für den Spargel. Du liebe Güte. Ja. So, ich nehme immer 4, 5 Stangen Spargel zusammen oder auch 8-mal, wenn ich jetzt größer verpacke. Also das ist immer eine schöne Portion, 4 bis 5. Oben 2-mal rum, dann in die Mitte und unten. Und so kann ich die auch wirklich schön nachher kochen. Und sie halten auch gut, sie gehen mir nicht kaputt. Also wenn man die jetzt ohne so eine Schnur kochen würde, dann könnten die auseinanderbrechen. Da könnten die auseinanderbrechen beim Kochen oder auch beim Rausnehmen. Also so ist es viel stabiler. Und ich habe noch eins, ich habe hier vorne jetzt die gleiche Länge genommen und schneide die auch hinten auf gleiche Länge. Und wenn ich nachher serviere, sieht das auch toll aus. Gut. Okay? Und das kann man jetzt in den Fond machen. Da mache ich einen Fond davon oder einen schönen Salat. Wenn du jetzt heute Spargel machst, hebst du das für morgen auf. Echt? Und morgen machst du einen schönen Spargelsalat mit Schinken oder Krabben oder einfach nur mit Zitrone und Käse und was man so da hat. Was man im Kühlschrank findet. So, Michel, wie läuft es bei dir? Spargel ist geschält. Kartoffeln sind auch fertig, denke ich. Das hier machen wir mal hier hin. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil Spargel brauchen wir nachher noch. Raus, den lege ich hier mal rein. So. Der kann auch ruhig hier kurz liegen. Wenn ich ihn länger liegen lasse, würde ich ihn abdecken. Damit er schön saftig bleibt. Ah, weil er fängt jetzt an, er ist jetzt geschält. Er würde jetzt langsam austrocknen. Ne? So, Michel, guckst du, dass die auch außen so ein bisschen die Kartoffelform behalten? Die Kartoffelform Das ist schon ganz wichtig. Ich wollte heute ja Kerscher machen. Ich wollte so schälen, wie es Verena sein Spargel geschält hat. Ich hatte nur einen Spargel geschält, dann habe ich es dir schon aufgegeben. Ja. Das muss man Michel wirklich zugute halten, er gibt nie auf. Nee. Ne? So, Kartoffel, sieht auch ganz gut aus, okay. Naja, es geht. Guck mal da hier. Gut, auch die Kerscher haben dann ihr Ecke und Kante. Aber das ist doch bestimmt ganz gut, dann können die besser Geschmack aufnehmen oder so. Ja, das ist alles gut so. Der Michel macht das schon mittlerweile ganz gut. Die Kerscher müssen eckig sein, dass sie überall schön anbraten, oder? Ja. So, unsere Reduktion, die ist wunderschön. Die hat auch jetzt ein bisschen nachgezogen. Und jetzt kann der Michel mir schon mal das Spargelwasser geben. Ist sie schon reduziert? Geht's? Willst du gerade aufstellen? Ja, fühl du mal, wie warm die Platte ist. Nee, passt. Alles klar. Sehr gut. Ist immer gut, wenn das Wasser schon ein bisschen heiß ist. Jetzt kommt in unser Spargelwasser etwas Salz. Und ein klein wenig Zucker noch.
machst immer süß-sauer, ne? Süß-sauer, genau. Oder scharf. Fürs Herz etwas, mit Herz am Herd, etwas Butter. Ja. Ja. Etwas? Ins Korn, ja, es war jetzt gerade so. Und Michel, was jetzt noch? Zitrone. Für die? Säure. Säure. Frische. Frische und Säure. Ja, für die frische Säure. Sehr gut. Jetzt warten wir, bis das Wasser kocht. Der Michel kann mir mal die Pfanne geben. Ja, danke schön. Und zwar beginnen wir jetzt langsam mit unseren Kerscher. Ja? Ei, ei, ei. Das ist ja mein Zauberding. Ne? Das ist so Michel sein Ding. Kerscher, die liebt er von der Mama. Und für die Kerscher brauchen wir natürlich hier Rapsöl. Mhm. Und dann mache ich so mal 50 Milliliter Öl auch rein. Ja? Gut. Ungefähr, da soll man sich schon irgendwo auch so ans Verhältnis halten. Beim Kilo habe ich 100 Milliliter dabei. Ja. So, gehen wir mal ordentliches Messer. Jetzt gucken wir, Kerscher. Würfel ich die oder machst du die Pommes? Du kannst mir. Nein, ich würfel die. Mhm. Es gibt auch, die machen die ein bisschen länger. Aber, ja. Meine Mutter macht das immer, die macht die länglich. Meine Mutter macht sie auch immer länglich, ja. Aber klassisch. Oder hat sie länglich gemacht? Hat sie länglich gemacht. Ja. Klassisch, Kerscher sind. So. Ja. In Würfelchen. So hat sie meine Oma gemacht, ne? gemacht. Und dann sind für mich die Kerscher sind für mich so. Okay, da fangen wir hier schon mal an. Vorsichtig unsere Kerschen rein. Du kannst die Temperatur ein klein bisschen verringern. Die verteilen wir jetzt schön. Das langt auch fast, sodass gerade der Boden bedeckt ist. Die eine machen wir noch fertig. Ja, die noch. Nee, das brauchen wir nicht, ne? Die nehmen wir noch mit. Die kannst du mit heimnehmen. Die, ich sammle Kartoffeln. Das langt jetzt. Für uns, sehr schön. Und jetzt ist es doch so, dass man die jetzt nichts rühren, gar nichts, ne? Gar nichts. Also gar du kannst die jetzt mit dem Kochlöffel einmal schön flach machen. Einmal schön flach machen, okay. Dass die so eine Kruste kriegen, ne? Jetzt ja, muss richtig braun werden. Jetzt gibst du mir mal den Glasdeckel rüber oder irgendeinen Deckel und jetzt drauf. Ja. Und jetzt garen wir mit dem Dampf im Rapsöl unsere Kartoffelkerscher. Mhm. Erstmal das Garen und dann ziehen wir den Deckel runter und dann machen wir so schön kross nachher. Guck mal, wie man das so schön sieht hier. Ja. Der Dampf. Und jetzt können wir schon mal die Töpfe noch mal tauschen. Ah, okay. Mit Kochlöffel. Können wir schon. Das hier ist die Turboplatte. Das ist die Turboplatte. Da haben wir gleich einen Spargel. Wir haben hier circa jetzt 12 Minuten, wo wir die Kerschen garen. Das Wort Kerscher gibt es nur im Saarland, oder? Und in der Pfalz vielleicht. Also, wie es geschrieben wird, ne? Mit also zweimal SCH, das gibt es nur im Saarland. Ja. Das ist richtig, ja. Verena. Ich wollte nur mal nach alles gart. Alles gart. Wo sind wir denn heute ganz genau? Haben wir darüber schon gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Wir sind im neuen Stadion vom FCS, aber eigentlich weißt du das ja besser als ich. Du warst hier ja schon häufiger. Ich war schon ein paar Mal schauen. Der Michel war auch schon ein paar Mal mit. Macht er das? Geht er zum FCS? Ja, er geht auch wegen, er hat ja viele Freunde vom Fußball und darf ich das so sagen? Und ja, da gehe ich auch mal gern hierher. Er hat Freunde, darf ich das so sagen? Und wenn du dann singst, steh auf, wenn er Saarbrücker seid, bleib ich sitzen. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Ich sing da mit, weil ich sing bin da mit. Das ist ja. Ich weiß, Michel, aber singt er mit? Ja, der singt. Er ist kein Fan von Saarbrücker, sagt er immer. Das ist nur so, aber er steht da und singt ja Lieder. Und nebendran sagt er, ciao Maria, ciao Karl, servus. Ich bin jetzt kein Ultra in dem Sinne, aber ich singe natürlich mit. Natürlich. Ist auch immer tolle Stimmung. Ist mit Sicherheit eine Bereicherung für Saarland. War ja auch da ja genug. Es war, hat auch ein bisschen was kostet, aber wie man so sagt, was nichts kostet, ist ja nichts. Ja. Ne? Cool. Hier, unser Spargel, übrigens gutes Stichwort, ist unser Spargelwasser, auch noch nicht ganz fertig. Einfach circa 8 bis 10 Minuten, je nach Dicke. Mhm. Der ist jetzt so in der Mitte, ich würde sagen mal 9 Minuten. Und woran merkst du, dass er fertig ist? Nach 9 Minuten hole ich ihn raus. Ja. Also es gibt da einen ganz einfachen Trick. Du kannst den hinten mal so anheben, ja? Ja. Und dann während der Garten, ich bin ganz sicher, dann hole ich mir hier so ein Stückchen weg. Ah ja. Ja? Und das probiere ich dann und dann sehe ich schon, ob er noch ein bisschen braucht. Mhm. Ist jetzt noch sehr bissfest. Ja. Und einfach nochmal rein. Gut. So mache ich das. So, während unser Spargel hier kocht, machen wir einmal jetzt die erste Wendung. Oh, guck mal da, wie schön. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt kannst du hier schon mal mit dem Kochlöffel ein bisschen glatt machen, das Ganze. Gut. Ja, richtig schön. Oh, wer herrlich. Super. Richtig schön nochmal hier auch ein bisschen. Ja. Und direkt nochmal den Deckel drauf. Jawohl. So, schön. Und jetzt die nächsten 3-4 Minuten nochmal den Deckel drauf lassen. Der Spargel kommt. Wie lange dauert denn das insgesamt, bis die gut sind? Insgesamt 20 Minuten. Oh. Was ist denn eigentlich mit dem Roastbeef? Da muss man gar nicht. Da muss man gar nicht. Nee, das passt perfekt. Das ist jetzt einfach Mut. Gut, gut. Soße? Soße kommt, sobald der Spargel fertig ist. Jetzt gehen wir an die Soße.
Jetzt hat der Spargel, der ist jetzt schön bissfest und trotzdem himmlisch zart. Und jetzt gieße ich das Wasser ab. Das Wasser könnte man jetzt nehmen für eine Spargelsuppe auch. Ah. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Brühe dabei mache und von den Spargelabschnitten, das gäbe eine gute Suppe. Aber heute nicht, heute ein andermal. Heute mal nicht, heute mal keine Suppe. So, das gieße mal jetzt hier ab. Ah. Richtig gut abgießen. Und ich nutze jetzt die Restwärme von unserer Sauteuse. Und den Deckel. Und hol den Deckel, der kommt jetzt gerade hier drauf. Und so bleibt er jetzt die nächsten paar Minuten schön warm. Gut, und hier, ja? Die sehen ja top aus, die Dinger. Die sehen also top aus. Die Kerstchen. Die Kerstchen sehen gut aus. Ja. Die Kerstchen. Ich sag jetzt einfach Kerstchen. Sehr schön. Jetzt kannst du kannst immer noch ein klein bisschen flach machen. Soll ich immer flach machen? Die Temperatur gut. Ganz leicht erhöhen. Ich fahre hier mal etwas runter. Aber das ist schon, die runter. Sind, guck mal, man merkt schon, dass die... Und jetzt garen wir praktisch Phase 2 ohne Deckel. Und jetzt machen wir so richtig schön goldgelb knusprig. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir an die Sauce Bernays. Und die kleine Kasserole. Jetzt klären wir hier mal noch schnell die Butter. Wieso denn das? Also wir machen geklärte Butter rein. Ja. Das erklärt dann, wieso wie geklärte Butter. Genau. Ich möchte die Molke und das Fett ein bisschen trennen. Ich brauche nur das Fett, weil Eigelb und Fett gibt eine schöne Verbindung. Jetzt muss ich mal gerade fragen, wenn es ein Rezept gibt, wo man geschmolzene Butter braucht, muss ich dann aufpassen, dass sie nicht zu heiß wird, weil sich das dann... Genau, sonst entwickelt sich Nussbutter. Ah. Das ist nicht gut. Also, das, wenn sie zu stark sich erwärmt, dann wird sie zu braun. Dann hast du auch lauter kleine Pünktchen drin. Und wenn du das mit ein bisschen... zarter Methode, Gefühl, Michel, sehr gut. Augenmaß. Gefühl und Augenmaß. Sirene hat die Michel-Spezialitäten, Gefühl und Augenmaß. Genau, und dann hast du nachher auch eine schöne geklärte Butter. Das geht jetzt aber relativ flott. So, hier geht's weiter. Also, Eiweiß und Eigelb trennen. Ja, okay. Eins, Michel, für dich. Holst du das Eiweiß noch? Oder? Das Eiweiß brauchen wir heute auch nicht. Das hebe ich aber natürlich normalerweise immer auf. Ich benutze das immer mal für eine Suppe zu klären oder für einen schönen Baiser, Rhabarberkuchen mit Baiser. Guck mal jetzt, das ist schon was Feines. Guck mal, siehst du, wie sie es trennt? Ja, sehe ich. Sehr gut. Und das lassen wir jetzt so klein bisschen am Rand stehen. Und hier die andere Seite, die nutzen wir jetzt gleich für unsere Bernays. So, jetzt die Reduktion hier rein. Machen wir nicht so viel, ja, das passt schon. Ja, gut. Okay, einen guten Schneebesen. Und jetzt gehe ich hier am Rand mal drauf, während unsere Butter noch klärt. Ja, die klärt noch. Und fange jetzt an, ganz zart hier Luft unterzuschlagen. Aber siehst du, wie die Butter hier sich klärt nebenher? Das ist alles perfekt. Ich bin froh, wenn alles so läuft, wie soll. Und die Kerschen stehen auch stark. Die braten volles stark. Rohr. Ja, wunderbar. Ja. Die sind auch von mir fast direkt angedrückt worden. Hä? Die Brote gut, sag ich. Die Brote gut, ne? Ja. Und immer Luft runter. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich muss das weiter aus dem Päckchen kaufen. Das ist ganz einfach. Du siehst mir die Eier hier, guck mal, wie die anziehen. Eier schon. Bei 35, 40 Grad fangen an, die Eier zu binden. Und es entsteht eine schöne Schaumasse. Das sieht man. Und jetzt kannst du mir tröpfchenweise die Butter unterheben. Du bist echt witzig, tröpfchenweise. Ja, halt ein bisschen höher. Und komm dahin, wo ich schlage gerade. Und ein Tröpfchen, ja, noch. Rein, rein, ja, Verena, rein, rein, ja. Sehr gut, sehr schön. Perfekt. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und was wir hier eine schöne, Soße, eine schöne aufgeschlagene, ne? Man sieht es richtig, eine richtig tolle Soße. So, den Esswaggon mache ich gar nicht zu klein, dass man ihn auch noch erkennt in der Soße. Der kommt jetzt hier dazu. Und jetzt natürlich aus der Mühle etwas Salz dabei noch. Ja, etwas frischer Pfeffer, gemahlener. Die Pfeffermühle ist Wahnsinn, ne? Ja, die ich hatte sie ein bisschen vermisst. Ja, und hier die Zitrone, mache ich gerade so ein bisschen die Kerne raus am Anfang. Und etwas frischer Zitronensaft. So, und jetzt langsam unterheben, weil ich will ja nicht, dass unsere Soße hier jetzt uns verlässt. So, jetzt haben wir die Soße hier fertig. Jetzt geben wir unseren Kerscher noch ein bisschen was Regionales, was Frisches. Wir waren Bärlauch. Bärlauch pflücken, ja. Hoffentlich hast du nicht verwechselt. Ist es ja wirklich Bärlauch? Nee, Bärlauch sind keine Maiklöckchen. Ja, das sollte man immer. Maiklöckchen sind giftig. Ne? Immer drauf aufpassen. Also, ihr probiere nachher, ihr zwei und ich esse dann nachher. Den rolle ich hier, den habe ich auch wirklich gut gewaschen. Das ist auch ganz wichtig, dass man ihn sehr gut wässert.
drehen wir noch mal die Kerscher bitte. Dann schneide ich mir das hier. Ja, super, Verena. Sehr gut. Und einmal den Bärlauch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht übermütig hier so. Ja, ja, fließen so rum, Verena. Vorsicht. Ah, die, ach so, da rein. Da rein, ja. Schmeckt ja auch so leicht nach Knoblauch. Aber das Besondere ist, man riecht nicht nach Knoblauch. Das Beste aus beiden Welten. Das Beste aus beiden Welten. Bisschen Salz, richtig. Salzen müssen wir auch noch. Salzen. Jetzt wird alles gesalzen. Das muss schon gut gesalzen werden. Ja, das war jetzt nochmal. Und etwas frischer Pfeffer. Du machst ja überall Pfeffer dran, ne? Gleich noch. Mmh. Ich mach gern Pfeffer dran. Ja. So, Michel. Dann so, die Teller, tschüss. Den Wein. Teller. Ja, da machen wir hier ein bisschen Platz. Ich habe extra mal bunte Teller. Schön. Ja, schön aus, ja. Gell? Ja. Und der Michel hat ein schöner Wein dabei. Was gibt's denn, Michel? Das Wichtigste ist der Wein halt an der ganzen Sache. Das Petit Dame haben wir heute, weißer Burgunder. Mhm. Relativ jung, 2020, muss ich sagen, aus Perl-Zehndorf. Toller Salinger Winzer. Weißer Burgunder. Weißer Burgunder trinke ich sehr gern, wirklich auch zum Essen, weil er relativ neutral schmeckt. Er ist also nicht zu geschmacksintensiv. Ne? Holen wir erstmal unseren Spargel. Oh, der dampft noch gut. Guck mal da, das hat wunderbar geklappt. Ist schön warm geblieben. Ja, einmal. Jetzt kann man schon jedem mal drei Stangen geben. Eins, zwei, drei. So, dann einen Löffel bitte für die Kerscher. Dann noch ein paar Kerscher. Ja, danke schön. Hier ein paar Kerscher hin. Gerade so auf die Seite. Ist natürlich ein Traum. Das Auge ist und mit. Und hier machen wir gerade so ein bisschen Bernays. Grad rüber. Kannst du das mal hinten hinlegen? So. Gerade hier etwas Bernis. Das wollte ich mir immer merken. Das ist immer so ein bisschen die besondere du, Note. Weißt du was? Ich mache jetzt immer Reis mit so einer Tasse. Ne? Weißt du, dass das, und das sind alle immer mega beeindruckt. Ja. Das reicht schon. Und dann haben wir hier unser schönes sieht das gut Roastbeef. Das sieht doch klasse aus. Hm? Einmal hier rüber. Und dann machen wir mal den ersten Anschnitt. Richtig gut aus. Oh, das sieht gut aus. Gott, ein Traum, oder? Ja. Absolut. Das ist ein Traum. Man muss auch mal Glück haben. Das brauchst du aber nicht, den sich schneiden bei mir. Da hat er aber bis jetzt hier noch jede Folge Glück gehabt. Ich trinke noch ein bisschen Wein. So, mach ich die hier mal so schön drauf. Das ist echt. Ach, das ist doch ehrlich herrlich. Sensationell. Ne? Und jetzt etwas Stegpfeffer dazu. Und etwas Fleur de Sel. Und du kannst mir noch einen kleinen Estragon mal geben. Die hoch, so? Die, ja, super. Michel, hervorragend. Ah, ja, und das noch gerade hier so ein bisschen, hier so klein wenig rein. Das sieht so gut aus. Das sieht doch gut aus. So, dann. Müssen wir noch guten Appetit. Machen. Danke, gleichfalls. Verena, guten Appetit. Guten Appetit. Also, probieren wir mal den Spargel. Oh, die Sauce Bernays. Und die Kerscher. Super. Aber jetzt will ich natürlich auch mal wieder das Fleisch. Wie nennt man die? Da ist das. Nee, Sous Vide ist das nicht, diese Garmethode. Das ist Niedergaren, nennt man das. Niedergaren. Also wir braten, das kann man in zwei Richtungen machen. Einmal zuerst anbraten, man kann es aber auch nachher anbraten. Und das Schöne ist, schmeckt sehr, Michel. Sehr gut. Wirklich. Ich finde, das Highlight ist, wenn man die Kerscher durch diese Bernays zieht. Ja, schon. Die Kerscher ist das Beste. Das ist meine Lieblingskartoffel. Also ich muss mich ganz herzlich bedanken für die tolle Unterstützung. Michel, Verena. Verena. Sehr gut geschminkt heute. Super, hast du echt toll gemacht. Bin ich auch stolz auf mich. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen zu Hause auch. Bis zum nächsten Mal bei unserer Sendung mit Herz am Herd. Tschüss.